Guten Morgen zusammen. Ich habe mich mal wieder auf den Weg gemacht und bin heute Morgen Richtung Nordsee gefahren, und zwar hier nach Wilhelmshaven. Wieder mit so einem kleinen Wohnmobilstellplatz aufgrund des Stroms, der da inklusive ist, damit man doch so ein bisschen zuheizen kann, weil wir ja immer noch Minusgrade haben. Jetzt gerade sind es 5 Grad, aber nachts geht es doch ganz schön runter. Und dann ist es auf so einem Stellplatz schöner. Dann zeige ich euch aber vielleicht nachher noch was. Ja, hier geht es wieder darum, ein paar Radtouren so rund um Wilhelmshaven oder in Wilhelmshaven. Und da würde ich euch gerne mitnehmen. Also wie immer, wenn ihr Lust dazu habt, bleibt dran. Es ist heute schönster Sonnenschein. Die nächsten Tage sollen eher durchwachsen werden. Mit so 70-80% Regenwahrscheinlichkeit, aber da habe ich mich ja noch nie von abhalten lassen. Ich habe in meiner Packtasche die Regensachen und dann wird das schon gehen. Jetzt gerade hält sich hier auch mit dem Wind in Grenzen, das hört ihr wahrscheinlich am Ton, dass man nicht dieses Rauschen oder Brummen hat. So ist ganz angenehm. Ich darf natürlich nicht zu schnell fahren, sonst wird es auch schnell wieder unangenehm, aber so kann man es aushalten. Ich wollte euch eigentlich nur hier so ein bisschen vom Watt zeigen, was man da unten schon sieht. Die einzelnen Wellenbrecher hier. Jo. Ich fahre jetzt auf die erste Mole des Tages. Ich glaube, was so an der Ostsee die Seebrücken sind, sind hier die Molen. Zumindest in Wilhelmshaven. Dort vorne beginnt der militärische Sicherheitsbereich. Da wird es gleich nicht weitergehen. Aber da ich mal wieder spontan fahre, ohne Karte, ohne große Infos, sondern einfach dahin, wo es gerade schön ist, stört mich das auch nicht, wenn da mal irgendwo was steht, dass man nicht weiter kann. Nur so entdeckt man auch die schönen Ecken. Weil nicht alles steht auf den Touri-Plänen. Das habt ihr mittlerweile in diesem Video bestimmt auch schon gemerkt. So, da werde ich mal das Rad kurz abstellen. Und dann hinterher mal schauen, was da kommt. Ich befinde mich jetzt gerade hier an dem Quermarkenfeuer, was durch verschiedene Spendengelder entstanden ist. Und so sieht das gute Stück aus. Man hat hier einen schönen Blick Richtung Jadebusen und die offene See dort hinten, glaube ich. Ja. Das Wasser an sich ist ganz schön trüb, aber das wird wahrscheinlich auch ostseetypisch sein. Oder, also ich bin da noch Neuling, was hier die Ostsee angeht. Sonst war ich ja immer viel jetzt an der Nordsee. Aber man muss auch mal Neues entdecken. Und das tue ich hier. Da vorne ist ein Aussichtsturm oder ein Wachturm, was zu diesem militärischen Sicherheitsbereich gehört. Wenn das ein Aussichtsturm ist, werde ich da gleich auch mal eben hochgehen. Ja, das Türmchen steht leider hier hinter dem Zäunchen, so dass man jetzt nicht reinkommt. Aber das ist ein Signalturm, also kein Wachturm, wie ich üblich erst dachte. Jetzt wird es ganz gefährlich. Hafenbereich, Gefahrengebiet, Danger Zone. Naja, dann gucken wir mal, dass wir hier nicht unter die Räder kommen, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das erkennen könnt, aber zwischen diesem linken kleinen Haus und dieser rechten großen Halle oder Fabrikgebäude, hinter den Bäumen stehen die Wohnmobile. Da ist also der Stellplatz. Man ist im Grunde direkt hinterm Deich und hier zu dieser Seite ist direkt der Hafen dann. So, und das ist wieder die Hafenseite vom Jadebusen aus, wo hier zum Beispiel die Seenotretter ihr Boot liegen haben. Es ist auch schön, hier die Möwen wieder zu hören. Hat schon was.
Die Überlegung, die ich ja gemacht hatte, ist, entweder wollte ich Richtung Harz zum Wandern oder halt hier Richtung Küste. Aber wettertechnisch im Harz sind momentan Schneeschauer durchgehend. Brauche ich jetzt Anfang März auch nicht mehr. Und hier sollte es so halbwegs sonnig sein. Da habe ich mich dann kurzfristig jetzt hier für Wilhelmshaven entschieden. Dann ist der Harz ein anderes Mal dran. Läuft ja nicht weg. Diese Schleusen im Deich finde ich persönlich auch immer sehr interessant. Die müssen ja auch ganz schön was abkönnen, wenn man überlegt, dass das eine Stahlholzkonstruktion ist. Nicht schlecht. Rutschgefahr, ausgenommen Fahrzeuge. Nee, fahr jetzt mal nicht runter. Muss ja nicht alles machen. Ja, wieder der Vorteil der Jahreszeit. Viele scheuen das Wetter. Und man kann hier in Ruhe sich alles anschauen, ohne tausend Leuten mit dem Rad ausweichen zu müssen. Hier, das gefällt mir auch immer, wenn man so diese alten, heißen die Bojen, ja, ne? Bojen sieht, wenn die so draußen stehen. Und auch diese typischen kleinen Hafengebäude in dieser maritimen Art. Oh, ich habe hier mal ganz stark gezoomt und dann auch noch gegen die Sonne. Da ist er. Das ist der Leuchtturm Angast. Ich gehe mal aus dem Zoom ein bisschen raus, weil sonst kann ich das Bild nicht ruhig halten. Ja, der ist auf jeden Fall ein ganzes Stück weit draußen. Und der Leuchtturm Angast diente der Schifffahrt mit seinem Haupt- und Nebenfeuer, der Ansteuerung von Wilhelmshaven und zur Orientierung im Jadebusen. Von 1909 ist der gute. Vielleicht auch mal ganz interessant. Hier sieht man jetzt das Aquarium. Da ist unter anderem ein Restaurant drin. Und wahrscheinlich das Aquarium, daher der Name. Ja, hier sieht man schön das Deutsche Marinemuseum. So mit der einen oder anderen Schiffsschraube, ein U-Boot. Und da vorne kommen noch so ein paar größere Exemplare. Schon beeindruckend. Hat schon was, ne? Oder seht ihr das nicht so? Und als nächstes werde ich mal schauen, wie ich da oben auf die Brücke komme. So ein Stahlkonstrukt, was ja, es ist schön. Es ist einfach schön. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da vorne wird gerade so ein Marineschiff hier rangeschleppt. Und wenn mich nicht alles täuscht von der Fahrtrichtung her, müsste das jetzt gleich dann dort an der Brücke vorbei, wo ich eigentlich gerade direkt drüber wollte. Aber ich werde jetzt ein bisschen warten, ja, ob das Schiff hier noch kommt. Jetzt erkennt man die Größe von dem Schiff doch mal noch ein bisschen besser, glaube ich. Bin mal gespannt. Das sieht leider so aus, als wenn die da jetzt im Bogen fahren und dann in die andere Richtung. Aber ist auf jeden Fall ein Versuch wert gewesen. Hätte man diese Klappbrücke vielleicht auch mal in Aktion gesehen. So, jetzt geht's auf die Brücke. Für Fußgänger und Radfahrer war grün. Dann gehen wir doch mal hier über die Kaiser-Wilhelm-Brücke. Schön dort oben zu lesen. Ach, ich war noch mitten im Zoom. Ich hoffe, das ist jetzt was geworden, da ich auf dem Bildschirm aufgrund der Sonneneinstrahlung wieder kaum was sehe. Aber es wird schon passen. Und Theos Theater im Ozeanis. Das vor mir ist ein geknüpfter Anker, den die 2000 hier
in 3,40 Meter Größe fürs Guinness Buch der Rekorde gemacht haben. Man sieht hier echt Sachen, wo man nie mit gerechnet hätte. Wieder so eine schöne kleine Brücke, die immer hier so die Verbindungen herstellt. Ich werde jetzt, glaube ich, mal Richtung Stadt fahren. Ja, und so sieht es jetzt hier in der Fußgängerzone aus. Ein bisschen trostlos, noch so ganz ohne Grün, aber ist auf jeden Fall ein nettes Fleckchen. Wenn man ein kleines Stück weiter reingeht in die Stadt, ist hier noch eine richtig schöne, große Fußgängerzone. Also auch für die Leute, die mal zum Shoppen nach Wilhelmshaven kommen, auch das lohnt sich. Ja, ich fahre jetzt hier an der Hauptstraße gerade entlang, erstmal zurück. Es ist schon 13:30 und ich habe langsam aber sicher Hunger. Das heißt, ich werde zum Bulli erst zurück, mir ein bisschen was zu essen machen. Irgendwas Leichtes, meinem Magen geht es nicht ganz so gut. Und dann geht's weiter. Oh, gerade noch einen schönen Blick hier auf die Kirche. Oh, interessanter Turm. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, bis gleich. Ich musste jetzt auf dem Rückweg doch noch mal anhalten Richtung Bulli, alleine wegen dieser schönen Wolkenformation da über dem Gebäude. Und dem Blick hier übers Wasser. Finde echt Weltklasse. Jetzt bin ich auf dem Bismarckplatz und hier steht auch ein Denkmal von Otto von Bismarck. Der war ja mal preußischer Ministerpräsident und der wird hier halt in Ehren gehalten. Ansonsten ist hier in der Gegend jetzt gerade nicht ganz so viel, deswegen fahre ich mal weiter. Und hier mitten in der Stadt steht noch ein oberirdischer Schutzbunker aus dem Krieg, sagte mir dort die Dame gerade, nachdem ich fragte, ob das vielleicht ein Wasserspeicher früher war. Nein, es war ein Bunker. Steht leider hier auch weiter nichts beschrieben, deswegen fragt man dann halt auch mal, ne? Und hier geht es jetzt gleich direkt durch einen schönen, kleinen, aber feinen Park. So, im Sommer ist das hier bestimmt auch sehr belebt. Wenn man überlegt, man ist mitten in der City und hat trotzdem hier so einen schönen kleinen Stadtwald oder Stadtpark. Hat doch was. Und dort sieht man durch die Bäumchen schon das nächste Türmchen. Schauen wir doch mal, wenn es denn jetzt nicht fester anfängt zu regnen. Beziehungsweise ist schon so ein bisschen Graupel wieder. Naja, mal schauen. Man sieht ja hier auch gut, dass doch einiges runtergekommen ist. Da ist dieser Turm nochmal, aber der sieht wirklich eher nach einem Speicher aus für irgendwas. Ja, und hier ist der Turm jetzt direkt vor mir. Jetzt muss ich gleich nur noch ein Schildchen finden, was das denn für einer war. Auf jeden Fall ist da Fledermausboxen hier zu sehen. Leider regnet es jetzt mehr. Ich werde mir mal was suchen zum Unterstellen. Ich habe jetzt eigentlich doch nicht die Lust, die Regensachen anzuziehen, deswegen. Ja, das zum Beispiel. Naja. Sieht aber trotzdem schön aus, so in der Sonne mit dem Regen. So, hier in der Wirchhofstraße gegenüber vom Stadttheater habe ich mich jetzt nochmal untergestellt, weil, wie ihr den Himmel vielleicht erkennen könnt, es hagelt gerade. Und da dachte ich mir, so ein bisschen Schutz ist nicht schlecht. Auf der Seite scheint schon wieder die Sonne. Das macht doch auch was her hier. Das Robert-Koch-Haus. Ja, es schüttet sich gerade so richtig schön ein. Es hagelt zwischendurch. Ich bin schon sehr nass, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich würde sagen, für heute beende ich das Video, weil ich jetzt gleich definitiv zurückfahren muss, um mich umzuziehen. Und ja, ich hoffe, euch hat das soweit gefallen hier. Es gibt bestimmt noch mehr schöne Ecken hier in der Stadt. Vielleicht schaue ich mir die auch morgen noch an. Wenn nicht, ist grundsätzlich Wilhelmshaven ein schönes Städtchen. Gibt hier alles, was man so braucht. An der Küste her ist es schön. Und ja, soweit so gut. Macht's gut, euer Markus.